Hallo, da sind wir wieder bei einer neuen Folge. Hier ist es gerade laut, weil im Hintergrund geschweißt wird. Ich bin jetzt in Karlsruhe bei unserem Rahmenbauer und der ist hier gerade am Schweißen. Hi Ingo, was machst du gerade? Ja, ich schweiß gerade einen Satz Kettenstreben für Sandy Sam Designs für euer neues Enduro und ja, lassen wir es rein hier. Alles klar, dann gucken wir dir mal über die Schultern. Ja. Alles durchgeschweißt? Jawohl. Alles klar, da kann man kurz hier einmal die Schweißnähte zeigen. Schön aus. So, das ist die Kettenstrebe für das Bike. Und nächste Szene. So, und hier sieht man den Hauptrahmen. Ist hier eingespannt auf die Rahmenlehre. Und der wird jetzt auch noch geheftet. Dann sieht man, alle Rohre sind schön auf Gärung gearbeitet. Alles liegt in Position. Die Strebe für Sitzrohr, die fehlt noch, die kommt hinterher erst drauf. Hier ist die Dämpferaufnahme. Hier ist das Hauptlager für den Rocker. Hier ist das Hauptlager für die Kettenstreben. Und das wird der Ingo jetzt gleich heften. Erstmal eben vorbereiten. Jetzt kommt das Ding auf den Tisch. Dann geht's gleich los. Wird dann jetzt in der Rahmenlehre geheftet, also nur kleine Pünktchen, Verbindungspunkte werden gesetzt und dann wird das aus der Rahmenlehre rausgenommen und durchgeschweißt. Ansonsten würde man ja gar nicht überall dran kommen. So, dann wird der Rahmen jetzt ausgespannt, direkt rausgenommen aus der Rahmenlehre und dann kann der freihändig durchgeschweißt werden. Tada, da ist das gute Stück. Alles vorgeheftet. So sieht jetzt der geheftete Rahmen aus. Alles wie geleckt. So, jetzt wird hier noch das zweite Blech für die Dämpferaufnahme reingeschraubt. Auf exakt passenden Abstand. Dann kann gleich durchgeschweißt werden. Jetzt wird von der Gegenseite noch ein bisschen geheftet, damit alles in Position bleibt. Und dann wird durchgeschweißt. Dankeschön. Das ist der fertig geschweißte Rahmen. Der muss jetzt allerdings noch zum Wärmebehandeln. Und dann bekomme ich den und kann den montieren mit den Hinterbauteilen, Umlenkkabel, Lager, alles rein. Und dann geht das Ding in Betrieb. Wir freuen uns schon. Also Ingo, danke für die gute Arbeit. Jo. Schöne Schweißnähte wie immer. Alles klar. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Jo. Und nicht vergessen, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Tschüss. Ciao.